Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und zwar seht ihr schon im Hintergrund, heute mal mit einem etwas anderen Video, denn wir befinden uns derzeit im Hauptmenü kurz vor dem Anstoßmodus. Und zwar habe ich auf YouTube in letzter Zeit vermehrt Videos entdeckt, wo man einfach mal im Anstoßmodus den höchsten Sieg versucht zu erlangen. Und das Ganze werden wir heute auch machen. Ich habe jetzt mir mehrere Videos angeguckt. Ich habe zum Beispiel mir eins angeguckt, da hat er irgendwie 100:1:0 gewonnen. Von wem weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz genau. Aber ich werde das Ganze ein bisschen anders aufbauen. Ich erzähle euch einmal kurz, wie ich mir das vorstelle. Und zwar habe ich bei mehreren Videos gesehen, dass sie alle ihre eigenen Spieler auf 99 gestellt haben. Dann auf der anderen Seite den kleinsten Torwart ins Tor, die CPU-Werte komplett nach unten und die Benutzerwerte komplett nach oben. Darauf habe ich ehrlich gesagt nicht so Bock. Das finde ich jetzt nicht so geil. Deswegen werden wir das auf jeden Fall nicht so machen, sondern ihr seht, wir nehmen Real Madrid, werden jetzt auf der anderen Seite einmal kurz hier einfach irgendeinen schlechten Verein suchen. Groningen passt da schon ganz gut. Einfach einen Verein mit unter 70er Werten. Das haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal. Und dann gehen wir einfach ins Spiel. Wir nehmen einfach mal unsere schwarzen Trikots, die finde ich sehen ganz nice aus. Auf der anderen Seite dann die grünen Trikots. Und ihr seht, 20 Minuten ist eingestellt. Das ist die längste Zeit, die geht. Danach springt man wieder auf 4 Minuten. Da denke ich, sollte ein hoher Sieg auf jeden Fall drin sein. Und dann die leichteste Schwierigkeit, Anfänger. Und dann habe ich das Einzige, was ich noch gemacht habe, ist das Wetter direkt auf heiter gestellt. Da ich sonst Angst habe, dass wir irgendwie im Schnee spielen. Das mag ich überhaupt nicht. Deswegen lasse ich das so. Ihr seht hier, alle CPU- und Benutzerwerte sind weiterhin gleich. Also da habe ich auf jeden Fall keine Änderung vorgenommen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal ins Teammanagement, denn da möchte ich noch ein paar Sachen umstellen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir die komplette Mannschaft haben. Das ist unsere Aufstellung, mit der wir den höchsten Sieg versuchen. Wie gesagt, ich werde keinen Spieler auf irgendwie 99 stellen oder sowas. Ich habe mir dafür eine Mannschaft ausgesucht, mit der ich gerne spiele. Dafür bleiben alle Spieler auf ihrem normalen Wert, den sie gerade in echt haben. Und ich werde auch nicht irgendwie auf der anderen Seite irgendeinen Torwart wechseln, irgendwie den kleinsten Torwart, den ich finde, reinwechseln oder selber einen Spieler erstellen, der da sonderlich klein ist. Genauso wenig werde ich diese CPU- und Benutzereinstellung irgendwie ändern, weil ich möchte einfach, dass ich mich nicht selber betrüge. Ich finde, dass wenn man das Ganze umstellt, ist das so ein bisschen Betrug von einem selber und das möchte ich am besten vermeiden, sondern ich möchte hier das so machen, dass man wirklich gegen die leichteste Schwierigkeitsstufe spielt. Sonst finde ich, macht das nicht sehr, sehr viel Sinn, wenn man das so macht, indem man einfach alles komplett von FIFA umstellt. Also, wir gehen jetzt auf jeden Fall ins Spiel. Ich würde auf jeden Fall sogar sagen, ich nehme euch ins erste Tor mit und denn damit das nicht zu langweilig wird, zeige ich irgendwie alle 5 Tore oder sowas. Das 5. Tor, das 10. Tor oder irgendwie sowas in der Art. Wir sehen uns auch auf jeden Fall in der Halbzeit wieder. Und falls euch das Ganze gefällt, lasst auf jeden Fall einen Like da. Ich kann euch ja sagen, mein Ziel ist es, über 90 Tore zu schießen. Also über ein Tor pro Minute. Ihr könnt mal euren Tipp in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, mit den ganzen veränderten Einstellungen habe ich zuletzt einen 100:1:0 Sieg, so ist das richtig, 100:1:0 Sieg gesehen. Ich hoffe jetzt, dass wir vielleicht annähernd da rankommen, ohne diese geschummelten Einstellungen, sage ich mal. Und dann geht es rein in die Partie. Ihr könnt das Ganze ja selber auch mal ausprobieren, das würde mich auch freuen, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, wie habt ihr denn gespielt? Und ihr habt nicht 300:0 gewonnen, das weiß ich, sondern schreibt da irgendwas, was wirklich stimmt rein. Und wir versuchen jetzt einfach mal unser Bestes, dass wir hier einen hohen Sieg erringen können. Wir starten da schon mal durch mit Benzema, der allerdings den Ball verliert. Und jetzt auf Ronaldo und dann sollte es das 1:0 schon sein und wir führen nach 31 Sekunden. Und jetzt, wie gesagt, seht ihr das Ganze ein bisschen gecuttet, 5., 10. Tor, irgendwie sowas in der Art. Und wir sprechen uns in der Halbzeit wieder und da sage ich, ob mein Ziel von 90 Toren machbar ist oder nicht.
Leute, es ist Halbzeit. Ich habe ja gesagt, ich melde mich in der Halbzeit nochmal wieder. Steht 49:0. Benzema hat gerade eben eine 120-prozentige vergeben. Mega, mega ärgerlich. Da hätten wir 50:0 zur Halbzeit geführt und das wäre das ideale Ergebnis. Allerdings steht jetzt 49:0 und es wird mega, mega, mega spannend. Ich weiß nicht, ob ich 100:0 schaffe ohne diese Einstellung. Wie gesagt, mit den Einstellungen ist das locker möglich, habe ich auch schon gesehen. Aber ohne Einstellung ist das echt extrem, weil ich habe wirklich jede Minute ein Tor geschossen. Ich musste immer zum Tor rennen. Ich habe eigentlich kaum einen Fehler gemacht und es steht trotzdem 49:0. Ich gebe mein Bestes in Halbzeit 2 und dann sehen wir uns nach dem Spiel wieder. Leute, das Spiel neigt sich dem Ende zu, beziehungsweise ist jetzt gerade vorbei. Wir haben leider die 100 nicht mal ansatzweise geschafft. Wir sind bis 87 jetzt, glaube ich, gekommen, also nicht ganz so gut in der zweiten Hälfte. In der zweiten Hälfte nur 38 Treffer insgesamt. Groningen hatte sogar eine Chance, es hätte fast 87:1 gestanden. Das wäre auf jeden Fall richtig peinlich gewesen. Aber naja, 87:0 ohne die ganzen Einstellungen, denke ich, ist sogar ganz in Ordnung. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was habt ihr gedacht, wie hoch geht das Ganze hier aus? Es ist fast jede Minute ein Tor. Und ohne die Einstellung, finde ich, ist das schon ziemlich heftig. Ich habe sowas zumindest bisher noch nicht auf YouTube gesehen, ohne die Einstellung. Ihr könnt ja mal oben rechts auf dem kleinen i abstimmen. Soll ich das Ganze mal mit diesen komischen Einstellungen machen, sodass man 99er Spieler in der Mannschaft hat, der Torwart der kleinste ist und dass man die perfektesten Schüsse raushaut, die es gibt, also Schussstärke komplett durch oder was auch immer man da alles machen kann in FIFA 17. Da kann man ja die Benutzerwerte komplett umändern, genauso wie die CPU-Werte, dass man die CPU-Werte einfach komplett nach unten dreht und die Benutzerwerte komplett nach oben. Ich denke, das wäre auch nochmal ganz interessant, stimmt oben ab, ob ihr sowas sehen wollt oder nicht, dann werde ich mich danach ausrichten und dann wäre es das von diesem Video gewesen. Falls es euch gefallen hat, würde mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dürft ihr das natürlich auch gerne tun. Ihr seht jetzt wahrscheinlich auch im Hintergrund so ein paar Buttons, wo ihr raufdrücken könnt auf alte Videos. Und ihr könnt da dann auch direkt abonnieren. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. 87:0 hört sich auf jeden Fall gut an. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.